In diesem Video geht es darum, wie man die Ansichten im 3D-Fenster mit Hilfe der Standardfunktion von FreeCAD oder auch mit Hilfe von drei Makros ändern kann. Das ist jetzt die aktuelle Version von gestern. Ich hole jetzt einfach mal eine Testdatei rein. Wir nehmen uns die Tastenbelegung dazu, dass wir sehen, was wir machen. So, und dann gibt es erstmal die Standard-Tastenbelegung, die sagt also, die auf dem numerischen Feld, die 0 ist die isometrische Darstellung, 1 die Vorderansicht, 2 die Draufsicht, 3 die Seitenansicht von rechts und oben drüber liegen die entsprechenden Gegenansichten, also 6 die Ansicht von links, 5 von unten und 4 von hinten. So, es gibt jetzt ein paar Makros und dazu laden wir einfach mal die entsprechenden Versionen aus dem Internet runter. Plugin Loader. Das erste, was wir runterladen, wäre die Makros. Okay, die Seite brauchen wir jetzt nicht. Da sehen wir, die neueste Version ist von 14:26 Uhr. Die holen wir uns jetzt einfach her. Okay. Und aktualisieren nochmal die Einträge. Und jetzt gibt es hier einen Eintrag Viewpoint Management und da haben wir da ja nach die Makros da. Das erste wäre das FC Kamera Makro. Mit dem Makro kann ich jetzt hier die Achse ändern. Ich kann also hier sagen, ich möchte gern einen Winkel einstellen. Man kann das daher nach für alle Achsen machen. Das zweite, was ich machen kann mit diesem Makro, ist, dass ich den View ausrichten kann auf eine beliebige Fläche. Ich wähle also hier eine Fläche aus und sage, lass die Kamera genau auf diese Fläche zeigen. Wenn ich das zweite Mal klicke, dreht es genau auf die andere Seite um. Ich kann mir auch ein Objekt hier nehmen, was eine Achse hat und kann mir das zu dieser Achse hin anzeigen lassen und dann kann ich auch für irgendeinen View mir einfach mal hier genau in dieser Ansicht eine Hilfsebene erzeugen lassen. Die steht jetzt genau so, wie ich vorher drauf geblickt habe und könnte dann als nächstes einfach so wieder auf diese Fläche ausrichten. So. Und verlassen wir das jetzt. Die nächste Möglichkeit, was zu machen wäre, die absolute Ausrichtung, also Rotate View Absolut. Wenn ich das jetzt habe, gibt es jetzt die Möglichkeit, vier Standardansichten einzustellen. Wir machen das einfach mal, indem wir uns hier mal ein paar Fenster noch holen. Zwei, drei, vier. Und die ordnen wir alle mal an. Okay, und dann fangen wir also an. Erste Ansicht, sagen wir Frontansicht. Zweite Ansicht, Dimmetrie. Ein bisschen reinzoomen, dass man auch was sieht. Also vielleicht lösche ich einfach mal diese Hilfsebene noch. Also nochmal hier Frontansicht. Dimmetrie. Dann hier nehmen wir die Trimetrie und hier beim letzten die Isometrie. Das heißt, ich habe jetzt hier alle Ansichten, die so gebräuchlich sind, mal in dieser Darstellung da. Was ich jetzt noch machen kann, ist, dass ich jetzt hergehe und nehme mir hier eine Ansicht her und könnte jetzt über diese Regler diese Ansicht verändern. Ich kann also hier drehen um die Z-Achse und ich kann auch den Winkel, wie weit ich von oben oder von unten drauf schaue, verändern und dann wieder um die Raumzahl
Z-Achse drehen. Das heißt, bei entsprechender Einstellung bekomme ich hier zum Beispiel alle diese Standardeinstellungen, wobei ich eben durch das Drehen sorgen kann, wo ist jetzt gerade vorne. So, die nächste Möglichkeit, da nehmen wir uns jetzt einfach nochmal ein neues Fenster dazu. Ist jetzt das Makro Rotate View und das kommt mit diesen drei Reglern und ich kann jetzt hier einfach einstellen, ich kann das Objekt jetzt hier relativ zur Kamerasicht zum Beispiel um die Sichtachse drehen. Ich kann es um die Y-Achse drehen. Um die Z-Achse drehen. Ich stelle es mal wieder zurück und ich kann es auch um die waagrechte Achse drehen. Und das kann ich natürlich dann alles auch kombinieren. So. Das andere, was jetzt noch interessant ist, ist, dass ich das alles auch über Tastenkombinationen machen kann. Also zum Beispiel könnte ich jetzt hergehen und könnte sorgen mit Steuerung 1 kann ich um die Sichtachse drehen, Steuerung 4 dreht wieder zurück. Ich setze hier mal die Werte zurück, dass man das auch dann nochmal sieht. Nächste Kombination wäre Steuerung 2, dreht um die senkrechte der Kamera und 5 dreht zurück und Steuerung 3 lässt das auf uns zunicken und sich wieder aufrichten. So, man kann jetzt alle diese drei Makros also mehr oder weniger parallel und nebeneinander verwenden. Entweder indem man genau diese Oberfläche benutzt oder indem man die Tastenkombination benutzt. Auch hierfür gibt es eine Tastenkombination.